Ja, komm doch mal darauf zurück. Der ist doch gerade zusammengebrochen, oder nicht? Der muss doch irgendwo liegen. Das Schlimme ist, es kann sein, dass er direkt vor meinen Füßen liegt und ich sehe den einfach nicht. Ich hasse die Sonne. Das ist voll, okay. Da oben ist noch was. Hätte ich eigentlich auch da hochklettern können und wäre dann sicher gewesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, es ist eine Katze, die kann klettern. Aber so prinzipiell. Es geht hier dann auch nicht mehr weiter, ne? Lara, bist du okay? Nee, ich bin nicht okay. Ich fühle mich um meine Trophäe geprellt. Ich werde jetzt aber auch gerade unsicher. Der ist doch zusammengebrochen und gestorben, ne? Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ach, jetzt, ja? Na gut. Ich baue für uns ein Lager auf. Hauptsache, ich kriege die Ressourcen. Ist das wirklich ein optionales Herausforderungsgleich? Naja, warten wir mal ab. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Ja. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Um.
Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die Mauern der Burg locken höhnisch. Ach, Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Hier finden wir also auch Artefakte. Das ist gut zu wissen. Aber eine Waffe. Ich dachte nur, vielleicht wegen den Dosen, die da stehen. Es tut mir leid, dass ich immer wieder diesen Überlebensinstinkt so dermaßen spamme, aber ganz ehrlich, ohne sich gar nichts. So bin ich so ein bisschen hervorgehoben, was man eventuell sich mal angucken könnte. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Tödliche Präzision. Meistens. Die Heldin wirklich auf 100 Schritt eine Fliege treffen? Ich treffe ja nicht mal auf 5 Schritt einen Jaguar. Bullseye. Jedes Ziel mit einem Ball treffen. Wo ist der Ball hin? Kann ich mir den hier wiederholen? Oder ist die Herausforderung auch, mir 4 Bälle zu besorgen? Da muss doch hier irgendwo gelandet sein, oder? Da kann ja aber weg sein. Warum ist der Ball weg? Da ist ein Ball. Ich weiß aber nicht, ob das der Ball ist. So, das erste Ziel haben wir schon. Ziel 2. So, jedes Ziel treffen. Wo ist das vierte? Das vierte Ziel. 1, 2, da oben ist die 3. Bist du das vierte Ziel? Anscheinend nicht. Da ist das vierte Ziel. Aber so rum. Es bringt Erfahrungspunkte, ne? Ich wollte nur das Ziel da als letztes machen, weil ich nicht weiß, ob wir eventuell unseren Ball verlieren, wenn der daneben geht, über den Zaun oder so. Und Bullseye! Herausforderung abgeschlossen. So, jetzt gucken wir uns mal unsere Kletterburg hier an, oder? Das ist doch sehr reizvoll.
das verbotene Grab ruft. Da hinten, okay. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Aber wie kommen wir da hoch? Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Da hinten ist das geheime Grabmal. So, wie kommen wir da hin? Mal abspringen und hier noch einen Schatz bergen. So, dann natürlich wieder hier rauf. Ich würde ja sagen, es muss irgendeine Möglichkeit geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von da aus abspringen. Aber das heißt, dass wir da erstmal irgendwie hochkommen müssen. Die Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Ach komm, die Abenteurerin zaudert so lange, wie ich das sage. Ein bisschen höher werfe, damit er da oben drin landet? Nein, auch nicht. Jetzt sind da irgendwie. Dann hat er gesagt, wir klettern hier auf die Schatztruhe. Von da aus weiter. Aber das will sie ja irgendwie auch nicht. Oh. Sich gar nichts, ne? Ich will da irgendwie dran. Wenn ich da oben drauf käme. Das Problem ist nur, da komme ich nicht drauf. Das ist nicht so ohne weiteres. Da muss doch, es muss doch irgendwie einen Weg geben, da hochzukommen. Mademoiselle Croft. Rutsche klar, gucken wir erstmal hier rein. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Ja, nur noch ein Schwert, aber das will sie ja aus irgendeinem Grund nicht mitnehmen. Hier hinten noch irgendwelche Schätze versteckt. Ja, hätte ja sein können. Aber ich will jetzt wissen, wie man da hochkommt. Das ist belastend. Beziehungsweise, ich muss nicht unbedingt da hoch. Ich will da nur drankommen. Das sah eben nicht sehr gesund aus. Na gut, dann klettern wir nochmal rüber.
Ich will da einmal runterrutschen. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Ich will es jetzt wissen. Ich weiß es. Oh, Entschuldigung. Da bist du wieder ans Mikrofon gekommen. Ich schlage das jetzt kurz nach. Wie heißt das hier gerade, dieser Abschnitt? Nein, nicht Geheimnisse der Weisen. Das ist Blödsinn. Wartet mal. Shadow of the Tomb Raider. Gucken wir nochmal hier. Nein, ich will nicht die Lösung für das Rätsel. Das ist Blödsinn. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung, geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Ich suche jetzt einfach nach junge Lara Krähen. Nicht Krägen, Krähen. Krähennest hat sie es genannt, ne? Den Ausguck da. Ja, das interessiert mich alles gar nicht. Sammlerstücke, was ist denn das für ein Blödsinn hier? Ja, und natürlich wieder nur Videowurk. Ach, dann ist es mir jetzt egal. Weißt du, ich hätte gerne gewusst, was da oben drin ist, aber ich komme nicht drauf und Diese neue Kultur des Internet, alles nur noch in irgendwelche YouTube-Videos zu verpacken und so überhaupt keine Tipps und Tricks in schriftlicher Form mehr anzubieten, finde ich eine Katastrophe. Es gibt auch nicht sehr viel, mit dem wir hier interagieren können. Croft muss sich beeilen, wenn sie den Schatz finden will. Ach, Croft soll mal die Klappe halten. Da liegt da auch noch so ein Ball daneben, ne? Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Gut, okay. Also doch so. Das bedeutet, ich muss jetzt den anderen Ball noch finden, den wir hier irgendwo hatten. Und der dann wo weiß, wo gelandet ist. Das wird ja super. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo dieser Ball gelandet ist und ich sehe nicht sonderlich viel. Da, im Gebüsch liegt er. Zu meiner Verteidigung möchte ich allerdings anmerken, dass ich das schon mal probiert hatte und es da nicht funktioniert hat. Der Schatz tritt zutage. Da habe ich wahrscheinlich nicht richtig gezielt.
Alter, ja, Einsatzwegzieler, drücken Sie R3, ganz toll. Das musste jetzt hier nicht die ganze Zeit angezeigt haben. So nach dem Motto, wage es ja nicht, dich umzusehen. Hier, mit R3, da willst du hin, genau dahin und nirgendwo anders. Das ist, ich finde das extrem aufdringlich. Uncharted hat das gleiche Problem gehabt. Ja, sobald du anfängst, dich irgendwo auch nur so ein bisschen umzusehen, fängt das Spiel gleich an und drängelt und quengelt und sagt, spiel endlich weiter, jetzt spiel doch endlich weiter. Du willst dich doch gar nicht umsehen, spiel jetzt endlich weiter. Ich spiele weiter, wenn ich das möchte, dankeschön.